So, ja, wie kommen wir da jetzt hoch? Nein, nein, nein. Müssen wir jetzt hier das Feld für... Na, da wollte ich jetzt nicht hin. Ja. Ah. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Ja, besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Das ist nicht schlecht. Sie gibt uns einen Tipp. Wenn wir sie besiegen. Das heißt, wir müssen sie schnell besiegen und sie schickt Apollo gleich ins Spiel. Verdammt, ich habe Traumato, das ist schon mal nicht gut. Egal, Hypnose, Schlecker. Sehr effektiv, leider. Hypnose trifft. Ja, Traumato ist leider so schlecht, weil er keine Konfusion hat. Und das finde ich einfach nur traurig und, ja, schlecht, ne? Einfach, ne? So, ich setze jetzt Mogelbaum ein. Und... nehme Mimikry. Mal sehen, was ich da für eine Attacke bekomme. Ein Schluckfehl. Na, dann eben nicht. So, Steinwurf. Ja. Tod. Wir bekommen 270 und 270. Und als nächstes kommt wieder Apollo. So, ich denke mal, jetzt setze ich Mimikry ein. Obwohl, nicht Steinwurf. Schade, ich dachte, er macht Flut. Dann wäre er jetzt tot. Was? Ich bin paralysiert? Das finde ich so unlogisch. Ja, ist ja klar. Groll. Oh, es ist so scheiße, dass ich paralysiert bin. So. Ja, uff! Ein KP, ein EP oder was? Wollen die mich denn hier verarschen? Ich guck mal, wie viel EP das sind. Wenn das jetzt wirklich einer ist, dann... wow. Es sind... wo steht denn das? P-Punkte, bla bla bla. 12. 12 EP-Punkte, so. Tausche ich mit Vati. Gehe ich erstmal weiter. So, was gibt's hier... ein Tipp? Gut, ich verrate dir ein Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Okay, sie gucken nach da, also hier lang. Dann nach oben. Wahrscheinlich dann da. Und dann nach oben und dann wahrscheinlich... keine Ahnung. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Na, ganz toll. Und ich gerade mal 3 Tage. Naja. Ein Pokémon, der redet hier von der Mehrzahl. Dabei ist es nur einer. Ah. 22. Boah, geht. Donauwelle erstmal. Horrorblick. Ich wette, er nimmt Fluch gleich. Und Donnerschock. Oh, Groll. Komm, Donnerwelle. Was? Donnerschock? Musste das sein? Jetzt kann er keinen Fluch mehr einsetzen. Und außerdem ist er paralysiert. Komm schon, Volltreffer, dann wäre er tot. Oder... jetzt setzt er Fluch ein. Was? Das ist ja auch richtig unfair. Ach, das war ja nur einer. Gut, dann geht's. Wenn das jetzt mehrere, dann... was soll das denn? Das wäre schon heftig dann. Okay. Tatsache. Ich werde siegen. Oh, ein kurzer Text zur Abwechslung. Nicht so ein langes Gedicht. Ein Roman. Gut. 3 Pokémon. Na, unter anderem natürlich wieder Nebulak. Ich wette, der Endgegner, der Arenaleiter hat dann bestimmt auch Gengar. Bin mir da sehr sicher. Horrorblick. Ich will ja auch nicht fliehen. Oh. Das war nicht schlecht. Apollo. Jetzt wird's hart. Donnerwelle. Niu.
und Donnerschock. Schlecht. Was? Ich verstehe es nicht. Ist Schlecker eine Donnerattacke? Oder warum bin ich dann immer paralysiert? Ich verstehe es nicht, ey. Ist auch sowas von beschissen. So, komm schon, Volltreffer. Oh. 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 Egal, ich gehe jetzt eh zum Pokémon Center. Bevor ich dann gegen den Arenaleiter ankämpfe. Antrete. Ich würde Togepi basht alle kaputt, ja. Togepi wird alles richten. Ah, da kommt ja noch einer, Nebula. Dann wechsle ich mal zu Muggelbaum. Oder kann ich das nicht wegen Horrorblick? Hm, okay, geht. Nicht schlecht. So, zuerst setze ich. Ah, der ist ja auch paralysiert. Okay, das war jetzt äußerst dumm von ihm, weil wenn ich jetzt nicht paralysiert bin, ist er tot. Na, ganz toll, ich bin paralysiert. Das sieht nicht gut aus, denn er nimmt jetzt bestimmt Groll. Und ich habe noch einmal Steinwurf. Das heißt, es muss jetzt alles abziehen, ansonsten... Ja, gut. Bumm, Level 22. Auch Mogelbaum. Komm schon. Nein. Ich dachte schon Steinhagel, das wäre nämlich ein kleines Upgrade sozusagen. So, wenn ich hier hochgehe, alles klar, also gehe ich hier schnell lang. Dann komme ich wieder hier hin. Und dann gehe ich zum Pokémon Center. Und ich weiß nicht, was ich mit Togepi mache. Das ist einfach so schlecht. Es tut mir leid für Togepi, aber... Ich weiß nicht. Hätte ich sie am Anfang bekommen, dann wäre ja alles gut gelaufen wahrscheinlich. Wäre sie auch mitgewandert. So bleibt sie ein bisschen auf der Strecke liegen. Aber kann ja noch was draus werden. Ah, du scheiß Wanderer, was willst du? Ja, guten Morgen. Mir geht's gut. Ja, dumme Insel, ja, du bist dumm, ja, genau, ja, ja, blö. Blö, blö, blö. I drive bike. In die Arena, bumm. Jetzt kann es wirklich losgehen, so. So, nein! War ein Schritt zu viel. Ich bin zu schnell gegangen, ah. Na gut, ich gehe etwas langsamer. So. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Aha. Werden wir mal sehen, du kleiner Wicht. Du Jens. Nebulak. Gegen Jens. Togepi? Ja, stimmt. Mist. Na, trifft doch nicht, Anziehung. Wie doof ist der? Der hätte mich so locker besiegen können. Ach, ich vergesse ja Schlecker. Keine Ahnung. Die setzen es irgendwie nie ein. Warum auch immer. Oh, Mr. Kroll. Nicht Metronom. Ah, Anziehung. Metronom. Sternschauer. Trifft nicht, weil es eine normale Attacke ist. Mist. Fluch. Bringt nichts. Ja, Tatsache. Die setzen nie Schlecker ein. Gegenschlag? Was ist das? Auch eine normale Attacke wahrscheinlich. Oh, jetzt wird's knapp hier. Schmiederfluch trifft natürlich nicht. So, Metronom, komm schon, Schaufler oder sonst was. Kraftreserve wieder mal. Nein. Wie wär's, wenn ich jetzt mal Genesung bekommen würde? Schlammbart. Das ist sehr effektiv. Nicht. Na gut, dann nicht. Man kann sich ja auch mal hören. Mensch. Na gut, besiegt, ja. Vati Traumato, Level 22, Level 22. Ja, nehme ich einfach Vati. Den Vatikan. So, ein Donnerschock müsste dann das Ende bedeuten. Schlecker. Kann gefährlich sein wegen der Paralysierung. Nicht erfolgt, Donnerschock.